Wir sind zurück in Orient the Blind Forest. Im letzten Part haben wir so ein bisschen was nachgeholt. Wir haben ein paar wunderbar... Ist das da unten ein Triforce? Ist doch ein Triforce, oder? Mensch, jetzt habe ich mich aber ganz schön ablenken lassen. Wir werden auch in diesem Part noch einiges nachholen. Und zwar gibt es noch ein paar dunkle Stellen auf der Karte. Wir haben ein paar neue Fähigkeiten, also eine neue Fähigkeit gelernt. Das war der Stampfer. Der macht auch ganz schön Eindruck bei den Gegnern, wie es scheint. Ich werde jetzt trotzdem da oben erstmal angehen. So. Na, ein bisschen mehr in diese Richtung. Dann kommen wir auch hier hin. Da konnten wir nämlich auch erstmal nicht hin. Zack. Erstmal alles nackt machen. Nee, dich brauchen wir nicht. Wir gehen jetzt ganz gemütlich hier weiter. Und zwar dann nach oben. Ja, diese blöden Kleinen da schon wieder. Aber unsere Lichter sind super stark. Da wird man doch happy. Ach ja, ich hab's verkackt. Ich hab's verkackt. Egal. So, hier unten. So, bestimmt noch was. Das ist nicht das Einzige, oder? Oder ist das tatsächlich das Einzige? Ja, erstmal Luft holen, kleiner Mann. Kleine Frau, keine Ahnung, was Ori jetzt genau ist. So, du bist schon mal weg. Dann nach oben müssen wir noch. Aber ich glaube, das hatten wir eigentlich schon mal, nur sind wir da gestorben. So, dann hier entlang, wenn ich es richtig sehe. Eine Fähigkeitszelle. Mensch, Mensch, Mensch. Seelenverbindung ist noch nicht aufgeladen. Jetzt haben wir sie aufgeladen. Perfekt. Warte mal, dann können wir doch eigentlich gerade hier unten das schon mal skillen. Erfordert zwei, was? Gut. Dann sind wir jetzt überall dort angelangt, wo wir schon zwei Skillpunkte brauchen, damit irgendwas geht. Erstmal hier nach oben brechen. Warte mal. Das ist gar keine dieser Laternen, die wir nutzen können. Nee. Können wir denn hier irgendwas bewirken? Auch nicht. Gut, dann muss ich das wohl noch öffnen. Da unten ist aber noch was, oder? Ja, das ist einfach nur so ein Speicher, das ist einfach nur so ein Speicherpunkt wahrscheinlich. So, wie hoch können wir denn hier? Ja, das ist einfach nur so eine Seele, die wir selbst gesetzt haben noch. Wenn das mal nicht peinlich ist. So, jetzt will ich aber nur gucken, ob dieser Gegner da nochmal da ist. Genau, dann können wir nämlich an dem hoch. Und was bringt uns dies? Warte mal. Das scheint ein bisschen kniffliger zu sein. Na, so nicht. Vielleicht, wenn die Kleinen noch rauskommen. Na, komm schon. Autsch. Bin ich jetzt... Ja, ja. Na komm. Ja, die springen immer so hoch. Genau das müssen wir nutzen, um da hochzukommen. Aber... das ist gar nicht so leicht. Und so komme ich da, glaube ich, auch nicht hoch. Oder? Doch. Ja, doch. Noch eine Lebenszelle gefunden. Mehr Vitalität, Freunde. Mehr Vitalität. Vitalität ist immer gut. Ja, dann könnten wir doch jetzt langsam mal
Da war hier alles gelungen. Ja, aber da, ne, da bin ich auch nicht dran gekommen. Da war noch zu. Wieso machen die da zu? Oder war ich da? Oh Gott, ey. Ich bin verwirrt. Egal. Würde ich mal sagen, gehen wir weiter Richtung Ziel. Vielleicht bringt uns ja, denke ich, auch noch was, wenn wir immer mehr Fähigkeiten bekommen und so weiter, ne? Dann dürfte das Spiel nochmal ein bisschen angenehmer werden. Vielleicht ja auch die Möglichkeit, Rätsel zu lösen. So. Alles, was wir so geschenkt kriegen, nehmen wir natürlich mit. Komme ich da nach links oben? Ich komme da nach links oben, ja, definitiv. Aber nur, wenn ich dem Strahl hier noch einmal ausweiche. So. Damals hat man nämlich hier, glaube ich, noch keinen Doppelsprung. Mach dich weg. Ja, hier ist alles traurig. Hier ist niemand so gut gelaunt. Ja, und die verfolgt uns jetzt, oder wie? Was? Darf ich das verstehen? Ja, hoffentlich nicht. Soll ich da hochgehen, wo die herkam? Ist das schlau? Auf jeden Fall müssen wir ja da oben irgendwie noch hin. Da ist ja noch ein Baum oder sowas, ne? Guck ich mal. Nein, du sollst doch nicht. Kann man da irgendwo stampfen? Nee. So, und da sind wir noch nicht lang gelaufen. Warum waren wir da noch nicht, ist die Frage. Oh, guck mal, unsere Angriffe sind aber schon ganz schön stark. Die streuen ganz schön. Ha! Ah, ich weiß wieder, warum wir da oben nicht waren. Ich erinnere mich jetzt ganz dunkel. So, erstmal hier speichern. Das hier freipumpen. Ich will jetzt ja schon trotzdem wieder da hoch, ne? Ich will es jetzt ja schon wieder wissen. So, du bist aus dem Weg. Der schießt hier nur mit Laser. Das ist schon mal zu verstehen. Gut. Der ist gar nicht so besänftigend, der gute Kümbel. Der platzt einfach irgendwann. Oh, guck mal hier. Wir haben es tatsächlich geschafft. Uah. Kann er springen? Nee. Ja, aber hier kommen wir nicht durch. Das scheint mir aber irgend so eine Art Endbereich zu sein, wenn ihr mich fragt. Ah, nee, der ist schneller als wir. Ja, gut. Wir haben hier nicht umsonst abgespeichert. Oh, noch eine Lebenszelle. Tatsächlich noch eine Lebenszelle. Ich glaube, da oben können wir tatsächlich aber noch nichts anfangen. Das heißt, wir müssten dann da runter. Ja, wir müssen da runter. Dann werden wir doch mal unser Bestes geben. Warte mal, die Zelle speichere ich ab. So. Ah, da ist noch was. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Das ist doch der Hinweis schlechthin.
So. Na, mach mal Platz da. So, jetzt können wir auch hier tauchen. Ja, Mensch. Ja, ist gut jetzt. Komm. Beherrsch dich. Gib alles, aber beherrsch dich. So, warte mal. Da kommen wir auch nicht weiter. An diesen Wegen kommen wir noch nicht vorbei. So, dann mach ich mal noch kaputt hier. Du nervst uns nur. Es gibt noch einen Weg für da. Aber das ist der Rückweg dann wahrscheinlich. Ah, ich erinnere mich. Wir sind wieder hier bei diesem Spinnentypen-Dings, ja? Ist schon gut, ne? Es ist schon echt gut gemacht. Da unten haben wir alles. Genau, dann können wir jetzt da hinauf. An diesem Baum vorbei und dann muss da oben lang gehen oder so. Was bedeutet das da unten eigentlich? Ist das ein Speicherpunkt? Können wir uns da hin und her teleportieren? Es wird wohl so sein. Aber Streusel alle kaputt. Schrubbelibub. Ah ja, guck mal da. Jetzt können wir noch da hinauf. Oh, was bist du denn? Ist einer dieser bösen Vögel oder was? Zack. Was denkst du dir so? Ach Mann, da ist aber hier noch was zu. Kannst du gar nichts machen, ne? Nee. Ja, schade. So. Kann man hier so... Das muss doch gehen. Ich glaube, das geht. Warte mal. Das geht auch. Und speichern. So, jetzt sind wir wieder bei diesem großen Baum da. Der dürfte auch nichts Neues für uns haben, oder? Ja, hier können wir speichern und uns teleportieren. Will ich irgendwo hin teleportiert werden? Nein. Aber hier können wir jetzt durch. Der Wald des Windes. Und genau da wollen wir natürlich auch hin. Fähigkeitsbaum. So, jetzt hört die Reichweite eures Lichtstrahls. Na, mach dich mal ab da jetzt. Unsere neuen Mega-Fähigkeiten kannst du nicht mithalten. Stampf dich in den Boden, Junge. Tja, was bringt das genau? Nix, wenn wir daneben springen. Und nochmal daneben springen. Ah, ich verstehe, da geht da was auf. Okay. Ein Blick auf die Karte. Wir konnten da noch tief abtauchen. Werden wir uns mal merken. Hui, der ist aber ganz schön. Ganz schön geflogen. Mhm. Na. Ah. Oh, das ist aber ganz schön. Ganz schön mega nervig hier mit euch. Oh, da muss man doch irgendwie auch so vorbeikommen, ohne dass man die triggert. Bam! Tschüss. Zack, den einfach zweimal auf den Kopf stampfen, dann ist ja auch Ruhe.
Hätten wir noch was Geheimes gefunden? Es sind also alles Fähigkeiten. Beziehungsweise Fähigkeitspunkte. Ja, komm. Ah, Mensch. Auch beide gleichzeitig hier. Adios. Jetzt musst du noch weg. So, das hier haben wir ja im Bäumchen gelernt. Da ist noch was. Ja. Das entgeht uns nicht. Ach, der ist in die Stacheln und war direkt weg. Ja, gerne. So, ich will jetzt hier... Kannst du mir hier das freimachen vielleicht? Nee, kannst du... Vielleicht, wenn du... Ah! Wieder da, habe ich nicht gespeichert. Sowas ist ärgerlich. So, was ist ärgerlich? Egal. Alles aus dem Weg schaffen. Speichern. Den Weg haben wir schon mal gespart. So. Speichern. Ups. Hau ab jetzt. Nein, ich wollte hier speichern. Speichern wollte ich, danke. Autsch. Gut, dass wir gespeichert haben. Einmal hier hoch. So, immer einmal noch hochspringen. Der kann das einfach nicht, oder? Ja. Oh, da. Ah, ja, 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 ja. Da ist noch was. Noch eine Fähigkeitszelle. Schön. Es läuft. Außer bei dem hier, ne? Na, der kann das nicht kaputt machen. Au! Aber der kann anscheinend mich nerven wie eine Sau. Mann, ey. Egal, den Fähigkeitspunkt haben wir. Mehr brauchen wir hier nicht. Den Stress mit dem können wir uns sparen. Da links ist noch was. Das will ich noch. Au! Das wird eine interessantere Geschichte. Ja, vor allem, wenn man kopfüber da reinspringt. Oder da rein. Oh, Mann, ey! Könntest du doch ausrasten. Wenn du nicht so eine ruhige Persönlichkeit wärst. Ne? Ich will keine Fähigkeitspunkte verteilen, oder? Das Erstellen einer Seelenverbindung stellt 2 Lebenszellen wieder her. Jo, das ist eine Überlegung wert. So. Erstmal aus dem Weg da. Ach, nee. Und dann falsch gelandet. Ich wollte auf diesem... Wisst ihr? Ne, ihr wisst bestimmt, was ich meine. Oh, auf diesem schmalen Pfad hier landen. Nein!
Es geht also nicht. Es geht also nicht. Na, so nicht. Das ist auch falsch. Das geht auch. Jetzt geht's. Jetzt ging's. Warum ging's jetzt? Oh, komm schon. Ey, das macht mich echt wahnsinnig jetzt gerade. Einfach, weil wir hier so wenig Leben... Einfach, weil wir hier so wenig Leben haben, rase ich hier einfach 30 Mal rein und... Bringt nix. Bringt nix. Bringt nix. Musste geduldiger... Geduldiger sein. Leute, wir beenden diesen Part. Nein, ich will das jetzt in diesem Part schaffen. Ich will das jetzt in diesem Part schaffen, sagte ich. Himmel, Arsch und Zwirn! Lauf doch nicht da wieder rein! So. Contenance, wir haben geschrien. Das heißt, wir haben jetzt wieder Energie für Wichtigeres. So. Das heißt, wir können da hoch und speichern. Ich sagte, speichern. So, also beenden wir den Part an dieser Stelle, bevor ich noch völlig ausraste. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Wenn nicht, Daumen runter. Ihr könnt kommentieren, dann könnt ihr mitgestalten. Ihr könnt abonnieren, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Und ich würde sagen, Leute, bis zum nächsten Mal dann. Ciao.